kriminelle Ausländer raus, Asylbetrüger abschieben, Sicherheit und Ordnung herstellen. Wir haben eine strukturelle, kulturelle Bedrohung aus dem Vorderen und Mittleren Orient. Alle gerichtlich festgestellten Asylbetrüger abschieben. Ich bin für eine multikulturelle, hoch angepasste Lebensweise in den ganz bestimmten Lebensräumen, sowohl bezogen auf die Völker als auch auf die Vegetation, auf die Flora und Fauna, wenn Sie so wollen. Und ich verabscheue ein Melting Pot of Nations, der uns immer als das glücklich machende multikulturelle Paradies gepredigt wird, wie es in den Vereinigten Staaten von Nordamerika am besten anzuschauen in New York immer so als erstrebenswert vorgegaukelt wird. Und auf der Grundlage meiner auch praktischen persönlichen Erfahrungen in diesen Ländern bin ich zu dieser Position gelangt. Man muss auch die Fähigkeit des Organisierens der unterschiedlichen Völker berücksichtigen. Indien zum Beispiel hat eine ganz andere Organisationsform zu wirtschaften als die Guarani-Indianer in Paraguay zum Beispiel, im Norden dieses Landes. Die Argentinier, und jetzt meine ich nicht die Großindustrie, die Großagrarindustrie in Argentinien, die sehr ausgeprägt ist auch, die argentinischen Ureinwohner, der Rest, der vorhanden ist, der hat eine ganz andere Organisationsform, der fühlt ganz anders, hat eine ganz andere Seele, hat eine ganz andere Beziehung zu dem, was er tut im landwirtschaftlichen Bereich. Es ist absolut unvernünftig, zum Beispiel die Probleme, die die Welt geschaffen hat, auch die industrialisierte Welt sehr stark geschaffen hat, jetzt durch Armutsflüchtlinge in Deutschland lösen zu wollen oder in Zentraleuropa, durch freie Zuwanderung zum Beispiel. Das schafft ganz einfach Unfrieden. Das ist eine Frage der Numere, das ist eine Frage der Zahl, wie viel. Es gibt Volkscharaktere, ganz klar. Also ich habe Charaktere bei den Maori-Indianern festgestellt, also in Australien, die haben eine ganz andere Verhaltensweise. Es gibt so etwas, die haben eine andere Seele. Ich finde das so schön, die Unterschiede. Wir Deutschen haben einen ganz bestimmten Volkscharakter, die Franzosen ein bisschen anders, ein bisschen revolutionärer, die Spanier wiederum mir viel sympathischer noch wieder und so weiter. Grundlegend ist immer Population und Fläche, diese de facto Ausstattung der Lebensverhältnisse der Völker. Da, wo das umkippt, gibt es die Probleme, Population und Fläche. Es geht nicht um Individualismus, sondern hier geht es um ein Kollektiv, hier geht es um eine Gemeinschaft, hier geht es um die Gestaltung der Lebensgrundlagen eines Staatsvolkes. Und zwar eines Volkes, das sich definiert durch Sprache und durch Abstammung. Nicht durch das Territorialprinzip nach der Französischen Revolution von 1789, sondern die Abstammung, die darüber entscheidet, zu welchem Volk ich gehöre und zu welchem Volk ich dann auch eine Verpflichtung habe, sozial, sozialistisch, auf nationaler Grundlage mein Schärflein dazu beizutragen, dass es vorangeht. Mich verbindet eine Freundschaft mit einem ehemaligen NVA-Major, der in der operative Organisation der Streitkräfte der DDR eingebunden war. Und der hat mir vor einigen Monaten auf dem Marktplatz in Beutzenburg, der kommt immer, wenn wir Infostände machen, hat er mir nochmal eindringlich Folgendes erklärt. Er sagte zu mir, Herr Pastörs, denken Sie daran, es ist unmöglich, 1,5 Millionen Menschen innerhalb von weniger Wochen oder Monaten gezielt über eine Entfernung von tausenden Kilometern nach Deutschland zu schleusen.
Dazu bedarf es einer langen Vorbereitungsphase, einer militärischen Planung und einer Zurverfügungstellung von immensen finanziellen und technischen Mitteln. Und damit hat er nicht nur recht, sondern damit hat er auch ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass es hier nicht um ein zufälliges Losrennen, zielloses Losrennen von Habenichtsen und zum Teil ja auch von vielen Taugenichtsen, wie wir mittlerweile wissen, also der Import von den Leuten, die wir nicht gebrauchen können, sondern dass es hier um eine lang vorbereitete, gezielte, international koordinierte Operation sich gehandelt hat. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass nach den Maßgaben der amerikanischen Doktrine einer weltumspannenden Hegemonie des kapitalistischen Systems, das als biologische Waffe gegen Europa geplant und eingeführt worden ist, durchgeführt worden ist. Kann ich mir vorstellen. Absolut. Alle nachweislich, und das ist der fünfte Punkt, nachweislich als Kriegsflüchtlinge, die geflüchtet sind vor wirklichen lebensbedrohlichen Lagen, nur so lange in unserem Land Schutz zu gewähren, bis die Situation in ihren Heimatländern sich entspannt hat. Und das schließt ein, dass es für diese, so wie das die Bayern auch mal praktiziert haben, keinen Deutschunterricht gibt, keine Fortbildung geben darf, wie die Bayern gesagt haben, die CSU, weil damit die Rückführung erschwert würde. Ich warne alle, auch Gutgewillten, anzunehmen, dass in Landesparlamenten irgendetwas geschehen könnte, was signifikant die Situation verändern könnte. Es gehört zu den großen Lebenslügen dieser Demokratie, die keine ist, dass in den Parlamenten die Richtlinien des Lebens zu Papier gebracht werden, in den unterschiedlichen Bereichen. Es ist ein Placebo-Platz. Hier wird so getan, gehen Sie in das Parlament, hören Sie sich das Gelaber an und dann werden Sie, wenn Sie nachprüfen, was da nach einem Jahr passiert ist oder nach 5 oder nach 10, nehmen Sie sich die Beschlüsse von vor 10 Jahren in diesem Landtag raus, wo mit absoluten Mehrheiten ganz bestimmte Anträge verabschiedet worden sind. Und dann nehmen Sie 100. Und wenn Sie mir davon dann 10 bringen, die dann auch praktisch draußen nachhaltig umgesetzt worden sind, dann stelle ich Ihnen eine gute Flasche Brunello auf den Tisch. Das ist auch eine, wie ich schon sagte, eine Frage des Informationsstandes der Menschen. Und nun ist es ganz natürlich, dass die Massen natürlich aus allen Bereichen des Lebens einen hohen Wissensstand haben müssten, damit Demokratie praktisch funktionieren kann. Weil dieser hohe Wissensstand ist ja Voraussetzung dafür, dass man vernünftig abstimmen kann. Dass das nicht gegeben ist, glaube ich, liegt schon in der Natur der Sache. Das funktioniert nicht, das kann gar nicht sein. Ich bezeichne mich als Nationalist und nicht als Patriot, aber ich bin auch weit davon entfernt, chauvinistische Gedanken zu hegen. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Das muss man alles schön sauber trennen. Es wird aber leider nicht gemacht. Deutschland ist der Mittelpunkt des Garantes eines Fortbestehens unserer kulturellen und identitären Eigenheit. Es gibt keine Alternative für Deutschland. Deutschland ist der Mittelpunkt unseres Seins, wenn man so will. Deutschland ist nicht nur ein Stück Erde, ein Fleckchen Erde, nicht nur ein Staatsgebiet, sondern Deutschland ist eine Symbiose aus Blut und aus Erde, aus dem gesamten Möglichkeitsspektrum, sich zu erhalten im Wettbewerb der Völker, im Kampf gegen die Unbild der Natur, eine Schicksalsgemeinschaft,
mit offener Zukunft, mit offenem Ausgang. Das Projekt Deutschland ist auch ein Projekt der Biologie, des Menschen schlechthin. Insofern macht Deutschland aus eine Organisationsform zum Absichern der Zukunft, der Lebensgrundlagen. Der Auftrag der NPD ist ganz einfach, Kampfbund zu sein zur Volksaufklärung, zum Selbstbewusstsein zurückzukehren der Deutschen, dass sie eine Nation sind und dass sie nicht in die Welt gesetzt wurden, die Deutschen, um das Armenhaus Europas zu werden, dadurch, dass man irgendwelchen schwärmerischen anthropologischen Theorien anhängt oder philanthropischen Theorien anhängt, sondern dass man ganz klar erkennt, was mein und dein ist und dass man ganz klar scheidet zwischen dem, was zu uns gehört und was nicht zu uns gehört. Und dass man ganz klar Unterscheidungen treffen muss von Freund und Feind und von Freund und von Geschäftspartner. Das ist die Aufgabe der NPD, also die Absicherung der Lebensinteressen durch Aufklärung des Volkes nach innen. Wir sind die neuen Juden. Sonderfall, dass alle anderen Fraktionen nach einem sogenannten Schweriner Modell sich verpflichtet haben, keinem Antrag der NPD zuzustimmen. Ganz gleich, um welches Thema es geht, ganz gleich, ob es vernünftig erscheint oder unvernünftig erscheint. Da, wo es unvernünftig erscheint, sollte man nicht zustimmen. Da, wo es vernünftig erscheint, darf man nicht zustimmen, weil man sich festgelegt hat gegen uns. 34 Mal verhaftet, ich festgenommen wegen Meinungsäußerung, auf der offenen Straße letztens in Schleswig-Holstein eingesperrt, vor 2 Tagen höchstrichterlich festgestellt, zu Unrecht, mal wieder, lassen die mich auch wieder frei, so nach einem Tag, darf ich dann wieder, aber nach so und so vielen Stunden, nehmen die mich fest, dann Mikrofon weggenommen. Die rechte Szene unterwandert von Verfassungsschutzleuten, das ist nichts Neues. Es gibt nicht einen spektakulären Fall innerhalb unserer Partei, wo es zu Gewaltanwendung kam, der nicht in irgendeiner Form, ein größerer Fall, jetzt nicht irgendeine Schlägerei oder so, das kommt leider auch vor, war bei den Grünen an der Tagesordnung, wo nicht der Verfassungsschutz in irgendeiner Form zumindest mit Verbindungen mit im Boot war. Das ist ja auch so ein Phänomen. Und dagegen können wir uns überhaupt gar nicht wehren. Das ist eine ganz große Strategie, die uns zu Unberührbaren gemacht hat. Ich bin gebrandmarkt. Das ist ja die Tragik, dass sich eine Gruppe anmaßt, über die andere moralisch zu richten. Und wenn man mit denen, ich habe das ab und zu ja im Detail mal spricht, nicht diskutiert, das ist für mich auch so ein Begriff, der 68er fruchtlos meist, mit denen spricht, dass die sehr verwundert sind, was für ein Mist sie vorher geglaubt haben und wo sie ganz sicher waren, dass also bei uns Verhältnisse herrschen, die bekämpft werden müssen, obwohl sie die gar nicht kennt. Sie sind dann Opfer ihrer eigenen, wie soll ich sagen, ihrer Überheblichkeit und ihrer moralischen Überlegenheit geworden und manche sehen das dann ein, aber die Masse natürlich nicht. Die großen Dinge im Leben, hat Bismarck mal gesagt, die werden nicht am Verhandlungstisch oder durch die Einsicht und Vernunft der Menschen sich verändern oder die werden nicht geregelt dadurch, sondern die werden leider, und das ist das Bedauerliche und das befürchte ich, nur geregelt durch Gewalt am Ende. Es werden Verhältnisse geschaffen, die man nicht mehr kontrollieren kann, durch diesen falschen Weg. Es wird Hunger kommen, es werden Aufstände kommen, es wird Gewalt produziert und diese Gewalt wird die Verhältnisse niederkämpfen und was Neues ermöglichen oder eben das, was uns kaputt macht, was die Völker kaputt macht, ist noch so vital und stärker und unterdrückt das nochmal 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, 100 Jahre. Es wird diesen schmerzfreien Paradigmenwechsel nicht geben. Das ist ein Traum, den hat es nicht gegeben. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir
so vernünftig sind, global einzusehen, dass wir alle unsere Konkurrenz und all unsere Feindschaft begraben müssen, damit wir alle friedlich zusammen 100 Jahre, die nächsten 100 Jahre noch überleben oder 1000 Jahre. Das glaube ich nicht, dass das sein wird. Ich glaube, dass auch am Ende wieder das in uns angelegte Überleben wollen unter Inkaufnahme von Einsatz von Gewalt wieder leider wieder in Erscheinung tritt. Das glaube ich. Also wenn erst der Löwe und das Lamm friedlich auf einer Wiese liegen, nebeneinander, dann ist jedes Leben zu Ende, Nietzsche. Dem schließe ich mich an. Das ist eine Utopie. Das ist Leben bedingt ganz einfach Zerstörung, Töten, um es hart zu sagen. Ich habe das Buch von dem Vater von Ditfurth mal gelesen, der sehr brutale Formulierungen da drin hatte. So, lass sie ruhig sterben und so weiter. Diese ganzen Geschichten, die er da angedacht hat, den haben die fertig gemacht. Ja? Das kann man so oder so sehen. Ich habe die Lösung nicht. Ich denke nur, dass sie nicht im Konsens verändert werden kann. Die Denkschiene, auf die man uns gesetzt hat. Das ist in der Geschichte ja nichts Neues, dass das Totale auskommt und aus dem Totalen aus dann wieder etwas Neues entsteht. Was man jetzt versucht, ist, man will im Sein beharren. Man will das, was jetzt ist, konservieren, möglichst lange halten. Und ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, ich glaube Schiller war es, der gesagt hat, alles muss ins Nichts zerfallen, was im Sein beharren will. Also wenn die nicht bereit sind, sich dynamisch positiv umzuorientieren, dann wird, wenn die Einsicht denn mal kommt, es vielleicht aus vielen Gründen gar nicht möglich sein, das friedlich zu gestalten. Und das ist die große Furcht, die ich habe. Friedrich Nietzsche zum Schluss. Ein Satz. Da muss ich auch. Was fallen will, das soll man stoßen. Und über diesen Satz denke ich nach, ohne mich schon entschieden zu haben. Es ist richtig, dass uns Leute nahestehen, die bei sogenannten Wachdiensten arbeiten. Es scheint so zu sein, dass unsere Partei eine gewisse Affinität hat oder die Personen glauben, dass wir sie hätten, zu Sicherheit und Ordnung. Deswegen sind aus unserem Bereich natürlich auch häufig, oder deswegen wählen uns auch viele Polizisten nachweislich.